Was an jedem Eck und End, Gesichter, die man eh schon kennt, reihenweise an Plakatwänden bicken, die auf Volk herunterblicken, strahlen, werben, hoffnungsvoll, so heißt es, jetzt ist wohl der Wohl. Ob bei uns in Österreich oder sonst wo, bleibt sie gleich. Ist dann das sehr treffend so, die Wohlschlucht wieder einmal geschlagen, hast die Bitter von den Spätzeln, schleunigst wieder runtergläseln. Das gibt ein Schönbergpapier. Machen Sie es dann eh wie wir nacheinander, die Plakatierer, weil da brauchen Sie kein Genierer. Das Altpapier gehört ungerührt dem Recycling zugeführt. Gleich mit welchem Bild bebildert, weil das die Verschwendung mildert. Wenn die Damen, wie die Herren, wissen, falls eingestampft werden, ihre welchem Zweck sie schließlich dienen, ihre ahnungslosen Mienen auf den vielen Konterfeis, war einer zu hoch der Preis. Denn es nicht so massig wären, braucht ein Fühlband nicht sterben. Denn aus Holz macht man's Papier. Das und noch was, denke ich mir, während ich am Örtchen sitze und dort Blatt um Blatt benütze. Und nicht nur meine Fantasie, malt mir manches Büttel hin auf die Blätter, weich geflauscht, über die dann das Wasser rauscht. Das Wasser. Und nicht akkurat die Milch der frommen Denkung sagt. Denn mir ärgert es jedes Mal die Verschwendung für eine Wahl. Und dass der Ärger schnell verpufft, mache ich mir am Örtchen Luft und gehe dann, wie noch ein Wöhn, sehr erleichtert aus der Zöhne. Mehr? Da habe ich dann. Das kann man sagen, auf einem Sitz gleich zwei Fliegen erschlagen.